Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie die Altmedien versuchen, im Fall der Krawalle in den USA einen Fehleindruck bei den Leuten zu erzeugen und Trump auf das Allermöglichste schlecht zu machen und die Krawallmacher als möglichst gut darzustellen oder sie aus dem Blickpunkt des Betrachters zu rücken. Die Medien versuchen, den altbekannten Trick zu täuschen und dabei möglichst wenig zu lügen und möglichst wenig greifbar zu sein, dass man nicht sagen kann, ihr habt hier gelogen und dass man sie dann festnageln kann. Im Folgenden ein paar Screenshots, die ich gemacht habe, als ich mich so etwas umgeguckt habe, wie die Altmedien so berichten. Fangen wir an bei Spiegel Online. Hier sehen wir aneinandergereiht drei Artikel mit einer eindeutigen Auffälligkeit. Alles, was links ist, das ist gut, das sind Demonstranten. Und alles, was rechts ist, das ist böse. Und die Polizei ist hier der Böse. Diese Leute, die wissen ganz genau, dass es Statistiken gibt, wo zum Beispiel schwarze Polizisten auch öfter gegen Schwarze gewalttätig werden. Es gibt bekannte Statistiken, da gab es bei Junge Freiheiten einen interessanten Artikel, wo eben klar ist, dass es nicht so einfach ist. Und das übergehen sie bewusst, suggerieren das einfach, dass der Zuschauer sich das zusammenbaut, dass weiße Polizisten immer gegen Schwarze vorgehen und Schwarze aber nicht. Der Leser denkt sich das, wird aber nicht geschrieben. Und die sagen dann, nö, das haben wir ja gar nicht gesagt. Wir haben ja hier nur gesagt, dass es Polizeigewalt gibt. Und natürlich gibt es Polizeigewalt. Es gibt immer alles Mögliche auf der Welt. Und sie picken sich einfach raus, sagen, ja, das war hier so. Und wenn es dann ein Fehleindruck ist, wenn es gar nicht repräsentativ ist, dann sagen sie, ja gut, ich habe ja hier nur von einem Vorgang gesprochen. Dann das Nächste. Trump spielt Diktator. US-Präsident Donald Trump droht den Protestlern mit der Armee. Gegen den Willen der Bundesstaaten und womöglich illegal. Doch die Demonstranten lassen sich nicht einschüchtern. Es geht um Leute, die plündern, Polizisten in Brand stecken, die Leute ermorden. Und das wird hier nicht erwähnt. Und sie werden nicht negativ betitelt, sondern sie werden verharmlost als Protestler und Demonstranten. Jetzt kann Spiegel sagen, ja, es gibt ja auch Demonstranten und Protestler. Die meinen wir jetzt genau. Aber es ist natürlich klar, der Leser denkt sich, ah ja, das sind alles Demonstranten und Protestler. Die Plünderer, die ganzen, die Anarchisten, die aber einen wichtigen Teil ausmachen. Es wird ja in ganz vielen Städten geplündert und man erkennt ja, Donald Trump ruft ja nicht einfach umsonst die Armee, als wenn gar nichts wäre. Hier wird der Eindruck erweckt, Trump will sich irgendwie aufspielen, möchte hier einen Groß auf Militaristen machen und das geht ja eigentlich nur gegen arme Demonstranten und Protestler. Und das ist natürlich eine Irreführung der schlimmsten Art und Weise. Besonders überrascht hat mich die Welt. Sie scheint von bestimmten Kräften mittlerweile vollkommen unterwandert zu sein. Was Dennis Yücel sich hier traut zu schreiben, das ist, denke ich, relativ unfassbar. Antifaschismus ist kein Verbrechen, sondern notwendig und selbstverständlich. Antifa als Zivilgesellschaft. Das ist wirklich unfassbar. Von Plünderungen wird nicht berichtet. Das Einzige, was die Welt dazu schreibt, was ich jedenfalls gefunden habe, ist: Polizist stößt weißen Demonstranten. Der bleibt regungslos liegen. Es ist bestimmt nicht schön, wenn jemand zu Boden fällt und blutet. Aber wenn die Polizei mit Benzin übergossen wird, ist das eine ganz andere Hausnummer. Oder es wurde anderswo auch ein Polizist umgebracht. Unsere Schwarzen sind die Türken, Araber, Rumänen und Bulgaren. Klingt auf den ersten Blick nicht schlimm, aber man muss darauf aufpassen, der nicht aufgeführt wird. Die Juden werden nicht aufgeführt und AfDler, die niedergemacht werden, sowieso nicht. Natürlich gibt es auch hier Fälle. Es gibt immer alles, das ist ja davon leben ja die Altmedien, dass es immer alles gibt, dass die Realität vielschichtig ist und verschwommen ist. Und sie können dann immer eine Sache rausgreifen und groß machen. Und natürlich gibt es bestimmt viele Türken in Deutschland, die benachteiligt werden. Aber das mit den Schwarzen in den USA zu vergleichen, mit der Historie, das ist täuscherisch und verzerrend. Dann hier geht es darum, dass Donald Trump lächerlich gemacht werden soll. Und dafür haben sie jetzt einen neuen Trick herausgefunden. Sie wollen neutral tun und dann schreiben sie jetzt immer so und so schwieg zu Trump. Er sagte 21 Sekunden lang gar nichts. Was will man damit sagen?
wenn man über jemanden nichts sagt, das ist die größte Form der Verachtung. Das ist mir jetzt aufgefallen bei Trudeau hier, und dann hier ist es bei Merkel. Vertrauen Sie Trump? Merkel schweigt dröhnend. Und dann hier wieder Welt, die also wirklich vollkommen unterwandert ist. Also wer da das Geld gibt, da kann man wirklich nur spekulieren. Jetzt werden diese Plünderer so hingestellt, dass sie das bessere Amerika sind. Dann hier auch bei Stern, ich habe auch nochmal nachgeguckt bei anderen. Das Einzige, was sie bringen, ist auch wieder dieses Video von dem Mann, der von der Polizei umgestupst wurde. Bei Focus genau das Gleiche, auch nur dieser Artikel. Jetzt gucken wir uns mal an, was Oliver Flash auf 1984 alles gepostet hat. Das ist ganz wichtig und das muss man unbedingt verbreiten. Vor allem in den USA natürlich, aber ich denke, für uns ist es auch wichtig zu wissen, damit wir noch besser verstehen, wie dreist die Altmedien mittlerweile geworden sind, was sie sich alles trauen, so zu täuschen. Das ist wirklich für mich unfassbar. Also man ist es ja mit der Zeit gewohnt, aber man staunt immer wieder neu. Er bringt eben jetzt genau, er zeigt jetzt diesen Ausschnitt der Realität, der vollkommen ausgeblendet wird und der aber das Ganze wahrscheinlich dominiert. Das heißt, das, was Oliver Flash jetzt zeigt, ist wahrscheinlich sehr viel mehr die Realität, wie das, was die Altmedien uns zeigen. Wobei natürlich, wie gesagt, die Welt ist vielschichtig und es kommt immer alles vor. Und man kann nie komplett verallgemeinern. Aber das, was jetzt Oliver Flash hier zeigt, das trifft wahrscheinlich doch die allgemeine Stimmung und die allgemeinen Zustände. Das kann man sich ja überlegen, wenn dann anarchische Zustände sind, überall im Land geplündert wird, dann kann man ja eins und eins zusammenzählen und kann sich vorstellen, wie das läuft und wie die Stimmung da ist. Und auf 1984 wird das gezeigt immer wieder mit Videos. Das probiert er immer wieder mit Videos, die Leute da aufzurütteln. Hier sieht man erstmal hier diesen Ausschnitt, wo eben ein Polizist mit Benzin übergossen wird und anzünden. Das heißt, die nehmen einfach seinen Tod in Kauf. Dann hier der Bericht über den ermordeten Polizisten. Erschossen. Berichtet wird, dass jemand geschubst wurde, dass jemand erschossen wurde. Das ist nicht berichtenswert. Oder hier der Vorgang, wie ein Haus in Brand gesteckt wurde, wo wohl Kinder drin waren. Man muss sich das mal vorstellen, jetzt kommen Leute und zünden dein Haus an. Und die Altmedien berichten nur über Protestler und Demonstranten. Dann hier auch so eine Szene, wie ein Rollstuhlfahrer vom Rollstuhl geschubst wird. Und sowas finde ich wirklich wichtig, dass Oliver Flash, dass er das beleuchtet. Dass man sich mal vorstellen kann, dass man auch wachgerüttelt wird, was das für Zustände sind bei diesen anarchischen Plünderungen. Wie da jede Zivilisiertheit abgelegt wird. In London wird jemand halt totgeprügelt. Natürlich die altbekannten linken Vertreter sind auch dabei. Die werden ja sowieso nicht genannt in den Altmedien. Die werden völlig ausgeblendet. Hier wieder was von den Plünderungen, dass eben ein Plünderer eine Frau schlägt. Wie diese Anarchisten legen jede Zivilisiertheit ab, jede Ehre. Und das finde ich auch gut, dass Oliver Flash das hier auch zeigt und darstellt. Dann hier beleuchtet er noch, dass Spotify Black Lives Matter bewirbt. Das sind wohl wirklich schlimme Plünderer, nicht irgendwelche harmlosen Protestler. Und auch solche Bilder zeichnen eben ein differenzierteres Bild. Oliver Flash schreibt dann noch unten, er könnte die Frau drücken. Dass eben auch deutlich wird, der ist hier nicht irgendwie schwarzenfeindlich oder will dann die blöd hinstellen. Oder hier ein Videobeitrag, wie die Antifa durch Berlin marodiert. Sowas kommt ja in den Altmedien sowieso nicht vor. Und dann hier auch, dass wenn ein Gewalttäter einen linken Hintergrund hat, wird darüber nicht geredet, wird das verschwiegen. Und umgekehrt, wenn bei der AfD jemand einen rechten Hintergrund hätte, einen undemokratischen rechten Hintergrund, dann würde das sofort ganz groß rausgebracht werden. Und andersrum wird es genau verschwiegen. Die bekannten und noch einige andere Artikel auf 1984. Ja, das ist hier durchaus ein Werbevideo von 1984. Man sieht halt auch, dass Oliver Flash Journalist war und dass er seinen Job versteht. Das ist wirklich großartige Arbeit, die er hier macht. Sehr kurzweilig. Ich habe das bei mir unten als Benachrichtigung aktiviert, aber eigentlich, es kommen oft Benachrichtigungen, aber immer ist es sehenswert. Also was er macht, ist immer gut und nervt eigentlich nicht. Also kann man auf jeden Fall unterstützen und ja, bewerben. Ihr könnt ja noch schreiben,
was ihr denkt oder was ich vergessen habe. Macht's gut.